Hallo meine Lieben, heute machen wir luftige Hefeteigbrötchen gefüllt mit Erdbeermarmelade. Super einfach und sehr, sehr lecker. Schaut mal, richtig schön fluffig mit Marmelade. Fangen wir mal an. Und zwar nehme ich dafür lauwarme Milch und dann brauchen wir 1/2 Teelöffel Salz. Wir brauchen Zucker. Wir nehmen 1/2 Würfel Hefe oder eine Tüte Trockenhefe. Ich habe hier eine Tüte Vanillinzucker, Pflanzenöl, 2 Eier und das Ganze gut verrühren, bis sich die Hefe aufgelöst hat. Jetzt gebe ich das Mehl dazu. Wie immer lasse ich ein bisschen was davon zurück, gebe noch nicht alles hinein und wenn ich das benötige, gebe ich das dann dazu. Jetzt mit dem Mixer zum Teig verarbeiten. Mit etwas Pflanzenöl auf der Hand benetze ich den Teig. Schaut mal, der ist nicht zu voll gestopft. Man könnte dann noch viel, viel mehr Mehl dazu geben. So ist es fein. Jetzt lasse ich ihn an einer warmen Stelle und unbedingt zugedeckt gehen. Der Teig ist aufgegangen. Ich habe hier Mehl auf der Arbeitsplatte. Mach mir auch etwas Mehl auf die Hände, dann klebt es nicht so arg. Den Teig einmal ganz kurz durchkneten. So, das reicht dann auch schon. Fertig. Jetzt mache ich daraus einzelne Teilchen. Am besten gleich große. Ich habe sie jetzt abgewogen, jeweils 80 Gramm ungefähr. Und jetzt mache ich daraus schöne Kugeln, indem ich einfach sowas, schaut mal, die Ränder schön nach hinten drücke und hier hinten zusammengebe. Habe ich vorne eine wunderschöne Kugel. Ich will nicht, dass sie eine feste Kruste bekommen, deswegen decke ich die mit der Frischhaltefolie ab. Oder mit einem Tuch, mit einem sauberen. Jetzt nehme ich mir auch gleich eine Kugel, habe hier Mehl drunter und schön ein bisschen in die Länge ausrollen. So, ich habe eine leicht bemehlte Arbeitsfläche, nehme so eine Kugel und drücke das schon mal so mit Händen in Form auseinander und dann rolle ich das aus. So. An das eine Ende lege ich so einen sehr gut gehäuften Teelöffel von der Konfitüre drauf, schlag die eine Seite drüber und schön andrücken, damit die Konfitüre nicht rausfließt beim Backen. Die Seiten leicht einschlagen. So, und jetzt hier die Kugel einrollen. Während ich das so einrolle, ziehe ich das so ein bisschen in die Länge, ne, in die Breite. So. So lege ich es jetzt aufs Backblech mit Backpapier und die Naht kommt nach unten. So. Also jetzt können wir noch ein bisschen kichern hier in der Küche. Später erkennt man von dieser Form, die etwas lustig aussieht, nicht mehr, nichts mehr. So, keine Sorge, versprochen. So, da sind die Hübschen. Die lassen wir jetzt noch mal so um die 20 Minuten ruhen, damit sie noch aufgehen können. Und so nach 10 Minuten werde ich ungefähr schon den Backofen einschalten. 20 Minuten sind rum. Der Backofen ist auch schon vorgeheizt. Ich habe gerade ein Ei verquirlt und nun bestreiche ich die guten damit, bevor sie in den Backofen kommen. 25 Minuten brauchen die im Backofen. Schaut mal, wenn die so eine schöne braune Farbe bekommen, dann sind sie fertig. Ich habe sie jetzt auch etwas abkühlen gelassen. Es ist hier und da aufgegangen. Es ist nicht allzu tragisch, behaupte ich mal. Schade, kann passieren. Ich denke, das war einfach zu dünn ausgerollt. Hier ist es so leicht aufgegangen. Deswegen, also das kann schon mal passieren. Geht die Welt aber nicht unter. Die schmecken trotzdem noch sehr, sehr lecker. Was man jetzt noch machen kann, ist Puderzucker drüber geben. Kaffee kochen und los geht's. Super luftig, sehr, sehr lecker, schön. Erdbeeren erinnert uns dann an den baldigen Frühling. Freunde, ich hoffe, euch hat das gefallen. Ich hoffe sehr, dass ihr das nachbackt. Es lohnt sich auf jeden Fall. Vielen Dank und bis zum nächsten Video. Eure Xenia.